So, willkommen zu einer neuen Runde. Ja, genau, wir hatten jetzt hier aufgehört. Ich muss jetzt hier mal kurz schauen, wo es jetzt hier lang geht. Beschafft die Artefakte. Okay, da müssen wir jetzt leider nochmal zurückgehen. Das ist jetzt eher ein bisschen medialer. Ich habe jetzt den Sound auch ein bisschen runtergestellt, weil das war ein bisschen arg laut das letzte Mal. So. Müssen uns jetzt hier leider nochmal zurückkämpfen. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm, weil es gibt ja eigentlich bloß EP. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, hier Stufe 10 zu werden, ist mir gerade eingefallen, weil wenn es zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es hier schon so Helden 2 Missionen oder Helden 4 Missionen gibt, also so, wo man so mit anderen Spielern das so machen muss. Aber wenn, dann muss man sich ein bisschen beeilen, weil man kann mit anderen Spielern nur in eine Gruppe gehen, wenn man das über den Chat macht. Und wenn man bis Stufe 10 eigentlich nicht auf den Chat zugreifen kann, ist das eher nicht so gut. Jo. Genau. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir uns hier so schnell wie möglich leveln könnten. Jetzt die hier nochmal. Und kaum kann ich für springen. Haben wir da ein Medikit bekommen? Habe ich mich wohl getäuscht. Inventarmodul erweitern. Ja, oder muss man wieder Premium sein? Ach ja. Das ist gut. Man kann es auch mit Credits kaufen. Das ist schön. Das ist dann doch nicht ganz so tragisch. Ah ja. Neue Hose. Aus der Sommerkollektion auf Korriban. Die allerdings weniger Stärke hat als die, die ich bereits besitze. Deswegen wird die jetzt erstmal ausgegrenzt. Ah ja, jetzt hier wieder der Aktimel-Trinker. Jo, Alter, wie er mich immer schlägt und dann... Mensch, Mensch, Mensch. Alter, macht von Grayskull. So, was will der hier? Der Milchbubi hier. Ich muss mich jetzt dann gleich ein bisschen beeilen, die ganzen Teile einzusammeln. Ich habe keinen Bock, dass mir der andere Spieler die hier alle klaut. Dann muss man ja wieder ewig warten. So. Schön schnell die Artefakte hier einsammeln. Melde dich bei Sergeant Hurensohn. Was willst du? Okay, die machen wir jetzt hier ein bisschen zu viel Damage. Naja, okay, gut, das ist natürlich kein Problem hier für Lord Commander. Ne, für Lord Trapp, für Lord Commander. Klingt allerdings auch nicht schlecht. So, jetzt hier wieder schön zurück. Ajunta Pals Grab. Das klingt ja interessant. Aber wie kann man Ajunta Paul heißen? Das ist natürlich ein richtig krasser Name, also ziemlich selten hier in Deutschland. Lang. Ich verstehe das hier nicht so ganz.
Obere Ebene, ja, da war ich doch vorhin, da ging es doch nicht weiter. Boah, jetzt wieder den ganzen Weg zurück, Mann, ich krieg mich hier richtig auf. Ja. Ah, da geht's wieder irgendwie raus. Hey, ich check das irgendwie nicht. Nach Korriban. Gehen wir einfach nochmal hin. Kann ja nicht schaden. So langsam habe ich hier genug von den scheiß Kloschnitten. Die regen dann doch ein bisschen auf die Dauer. Aber gleich haben wir hier ein schönes Level up. Lag Level up. Jo, genau, nochmal in die falsche Richtung ein bisschen. Jo, Alter, erstmal schön einen fetten Schlag in die Fresse. Und da schöne Level up. Mein Gott. Moment. Das war dann mal wieder meine Mutter. So, jetzt habe ich das ja auch geschnallt. Hier kann man wieder raus anscheinend. Das hatte ich ja nicht so ganz, hatte ich irgendwie übersehen oder sowas, keine Ahnung. Deswegen, jo, das war, würde ich mal sagen. Also es ist manchmal noch ein bisschen buggy hier, aber ich finde trotzdem kann man das auf jeden Fall lassen. Ja, lecker, das sieht doch mal geil aus. Kann man echt nichts gegen sagen. Aha, melde dich bei Sergeant Penis. Jo, Alter, was ist denn das hier für einer? Ja, das sind immer diese fetten Premium-Mitglieder, die sind einfach bloß Huren. Habe ich eine Nachricht? Nein, natürlich nicht. Will der hier? Nö. Ah, genau, es gibt hier diese coolen Taxis. Wird erstmal mit dem labern, ja? Dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Ich bin voll des Dankes. Jawohl. So. Verstehe nicht so ganz, warum wir das bekommen, aber nicht verwenden können. Entschuldigung, ich bin gleich für euch da. Ich habe hier ein Problem mit dem Nachschub. So, jetzt wird das hier mal schön verkauft. Jo, da haben wir doch schon ein bisschen was angesammelt. So. Das müssen wir, glaube ich, wieder zerstören. Das können wir ja nicht verkaufen. Leider, leider. Ah ja, der hat auch noch ein Plantieren. Was gibt's hier noch?
Ah ja, hier kann man jetzt schon was kaufen. Euer Geld ist uns immer willkommen. Minus 3 Stärke. Das ist jetzt die Frage, ob wir das können. Nein, ich glaube, wir warten lieber noch ein bisschen. Und schauen aber, was die anderen hier so haben. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Das brauche ich jetzt auch nicht. Ob er hier so. Ein besseres Angebot. Ja, das ist wieder für irgendwelche anderen Stufen. Entschuldigung, ich bin gleich für euch. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Viel Glück bei der Jagd. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Sollen wir uns einen Rock kaufen? Okay, das Einzige, was hier wirklich besser ist, ist echter Rock. So, kaufen wir uns einen Rock. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ja, aber damit sehen wir jetzt absolut Todesranz auf. Das ist die Ranzigkeit in Person. Aber das ist halt einfach schlecht, ne? So, das hier erstmal freischalten. Die sehen eigentlich voll cool aus. Also, ich verstehe, was ich ein bisschen schade finde, weil man kann ja die republikanischen Soldaten spielen, aber man kann ja keine imperialen Soldaten spielen. Das regt mich ein bisschen auf. Weil ich fände es eigentlich richtig nice, wenn man so ähnlich aussehen könnte. Aber naja. Ja, da haben schon die ersten ihre Gefährten hier. Ich habe eine Nachricht für dich. Aufseher Tremel kann ich den Weg des Herrn erkennen, aber nicht alle ihre Fähigkeiten. Dafür gibt es Spezialisten in der Akademie. Oh Jesus. Flirten, ja klar. So viel wie möglich lernst. Das reine Blut in euren Adern verleiht euch einen attraktiven Charakter. Um eine Frau reinen Blutes auch nur zu berühren, musst du ihr beweisen, dass der Geist der Sith durch deine verunreinigten Adern fließt. Eine Sith-Frau respektiert nur Macht. Nun geh. Vielleicht hast du eines Tages genug gelernt, um mich zu beeindrucken. No, ist das nicht eine Einladung? Du findest die besten Ausbilder im Archiv der Akademie. Du wirst in Kürze dort erwartet. Ich will auch diese roten Augen haben, Mann. So. Ah, das sind diese coolen Wachen hier. So, das ist hier die Fellowship Academy. Jo, Alter, was ist das eine? Aha! Hallo. So, da la. Ah ja, hier kann man irgendwas. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Ist das Problem? Wir haben nur noch 81. Was ist hier? Hä? Okay. Hier war doch gerade eben noch irgendwie was, wo man so dingsen konnte, oder? Ach man. Das ist wieder irgendein Premium. Scheiße, die verarschen einen den ganzen Tag, ne? Voll gemein. Ah, Aufseher. Kann man bei dem was kaufen? Oh, bitte. Jawohl, besser ist es. Annehmen. So, hier geht es auch zu schlagendes Ziel bis 4 von der 5. Klingt eigentlich ganz nice. Schwertschutz. Nehmen wir mal lieber das hier zu. Es fehlen uns natürlich nur noch 9 Credits, das ist natürlich auch nicht so super. Was haben wir denn hier so? Okay. Sieht ja ganz nett aus.
Ach ja, genau, wir müssen jetzt zu dem Schwarzkopf hier vordringen. Ah ja. Hallo Akolyt, wartet einen Moment. Lasst mich euch ansehen. Ja, ihr seht scheiße aus. Ihr seid also Aufseher Tremels Geheimwaffe, was? Schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich fürchte, der alte Mann hat einfach zu lange gewartet. Ich bin Vemrin und im Gegensatz zu euch musste ich mir alles, was ich habe, hart erkämpfen. Ich verlange Respekt. Es wäre ein Fehler, mich... Ja, das wäre es. Ihr werdet überrascht sein, aber eigentlich versuche ich, euch vor dem Tod zu bewahren. Wenn Aufseher Tremel schon reagiert hätte, als ich vor einem Jahr hier ankam, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt zu schwach, zu spät. Das ist lächerlich, Vemrin. Töten wir ihn einfach und verstecken wir seine Leiche. Wir sind nicht mehr auf Balmorra, Dolgis. Hier gibt es Regeln, Traditionen. Wir überlassen die Spielchen auf Aufseher Tremel und seiner letzten erbärmlichen Hoffnung. Wir wollen natürlich ein bisschen böse wirken. Ich werde euch erst alles nehmen und euch dann töten. Ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr euch gerade zum Feind macht. Kommt ihr, Dolgis? Ich bin schon da, Vemrin. Das Konversation. Hört gut zu, nutzloser Wichtigtuer. Akolyten dürfen sich nicht gegenseitig umbringen, aber Unfälle passieren immer wieder. Und ohne Zeugen ist es kein Mord. Das ist die letzte Warnung. Vemrin ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr. Das wollen wir dann doch erst nochmal sehen. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Jo, was geht hier so ab? Gut, du bist zurück. Du scheinst unversehrt zu sein. Wie gefällt dir deine neue Klinge? Hoffentlich ist sie durstig. Ich werde sie trinken. Vater, was soll das? Ich habe meine Kriegsklinge gerade erst bekommen und ich bin schon seit... Ich habe meine Gründe, Eskella. Du wirst niemandem auch nur ein Sterben... Nur weil sie schwarz ist. Verstanden? Ja, verstanden, Vater. Akolyt, das ist Eskella, meine Tochter. Sie gehört bereits zu den fortgeschritteneren Schülern und ist schon bald ein Sith, wenn sie Acht gibt. Ich werde über deinen neuen Schützling Schweigen bewahren, Vater. Aber ich werde nicht da sein, wenn deine Pläne aus dem Ruder laufen. Ah ja. Kümmere dich nicht um sie. Sie ist nur wütend, weil ich Geheimnisse vor ihr habe. Sie bellt, aber sie beißt nicht. Ich habe Vemrins Stimme aus dem Nebenraum gehört, bevor du hier eingetroffen bist. Hat er schon so früh zuschlagen wollen? Ich hasse ihn jetzt schon. Ich freue mich darauf, seine unwürdige Existenz bald auslöschen zu dürfen. Wenn alles gut geht, dann wirst du diese Befriedigung eines erfahren. Trotzdem hatte ich gehofft, dass uns mehr Zeit bleibt. Vemrin schnüffelt nicht allzu lange herum, bevor er zubeißt. Die Zugangsvoraussetzungen für die Akademie wurden entschärft, um mehr Schüler zu gewinnen. Nun wird jeder zugelassen, der empfänglich für die Macht ist. Vemrin ist ein Halbblut. Dum, dum, dum. Eine unsichtbare Pest, die das Fundament des Imperiums auffrisst. Er darf nicht weiterkommen. Lasst mich ihn endlich aufhalten. Unglücklicherweise. Boah, kann er mal aufhören zu labern. Von Darth Baras, eines der Einfluss. Er wird darauf vorbereitet, Baras neuer Schüler zu werden. Als Schüler von Darth Baras stünden Vemrin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. Er könnte die Sith in den Ruin führen. Du musst sofort mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du sollst 3 Gefangene im Akademiegefängnis verhören und über ihr Schicksal entscheiden. Betrachte die Geschichten der Gefangenen sorgfältig. Deine Boah, kann er mal aufhören. Untersucht. Lass dich von deiner Leidenschaft führen. Ich übernehme das. Begib dich zum Akademiegefängnis und sprich dort mit Kerkermeister Nash. Kehre zu mir zurück, nachdem du über die Gefangenen geurteilt hast. Eigentlich. So, allerdings mein den Gesprächsstand ein bisschen hoch, weil ich kann die selber kaum verstehen. Ja, machen wir so. Haben wir irgendwas bekommen? Nein, natürlich nicht. Ein bisschen aufräumen.
Eieiei, das Aussehen, das sieht nicht so super aus. Das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, aber es... Naja, geht schon. Luchtdruide. Ah ja, jetzt wird wieder gelabert. Mach doch schneller. Noch ein Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps. Pädovergewaltigungs. Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es einfach. Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Ihr. Ich bin Kerkermeister Nash. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklavengruben. Ihr seid der Akolyt, den Tremel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Ausgezeichnet. Ich habe auch vor, gute Arbeit zu leisten. Diese Situation ist äußerst ungewöhnlich. Normalerweise führen Akolyten das Verhör auf einem anderen Planeten durch. Aber Aufseher Tremel hat die drei hier für euch herbringen lassen. Er hält euch für sowas wie die Wiedergeburt von Exakun. Aber ihr müsst wissen, nicht nur Tremel beobachtet euch. Also, diese drei Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet. Ihr oh, kann man das nicht immer irgendwie überspringen? Sagt mir diese widerwärtigen Wesen, deren Ende bevorsteht. Gut. Dann fangen wir an. Die hier, links. Ihr Monster kriegt nichts aus mir raus. Tut einfach, was ihr tun müsst. Lasst mich deutlicher werden. Wenn ihr nicht kooperiert, werde ich euch erledigen. Ich habe keine Angst zu sterben. Respektlos bis zuletzt. Wie gesagt, sie wurde geschickt, um einen imperialen Spion im Yavin-System umzubringen. Trotz Folter blieb sie bei ihrer Aussage, dass sie anonym angeheuert wurde. Kriegt es doch in euren verdammten Schädel. Ich wusste nicht, dass er ein Imperialer war. Und ja, ich weiß ja, nicht, ja. Wer mich angeheuert hat. Also wollt ihr mir sagen, dass ihr kein Attentäter der Republik seid? Ich bin nicht politisch. Ich arbeite für denjenigen, der bezahlt. Nun, sie leugnet die Anklage nicht. Also müsst ihr jetzt entscheiden. Hinrichtung oder Gerichtskampf. Oder einen fetten Blowjob. Moment, ja? Sie verdient es zu sterben. Ich erledige sie hier und jetzt. Fühlt euch wie zu Hause. Bringt es hinter euch. So, das war die Tötungsanimation schlechthin. Das Blut ist wirklich gespritzt und es hat überhaupt nicht rumgebackt. Aber ich spiele es ab 12, deswegen... Aber naja. Ein schreckliches Ende. Gewährt mir einen Gerichtskampf. Ich bitte euch. Ruhe, Abschaum. Ihr sprecht erst, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Dieser Haufen Elend ist Devotek. Einst ein angesehener Sith-Kämpfer. Bis er eine wichtige Mission in den Sand setzte und wegen ihm tausende Imperiale starben. Und jetzt seht ihn euch an. Ich habe 24 Jahre treu gedient. Dann ein Fehler und sie warfen mich. Ja, mein Gott, also, was erwartet er? Jetzt wurde ich hier zum Verrotten zurückgelassen.
Lasst mich noch einmal das Gewicht einer Waffe spüren. Ich glaube, wir erweisen in die Ehre. Ich werde euch einen Wunsch gewähren. Ein Krieger sollte im Kampf sterben. Ihr habt meinen Dank. Das sollte unterhalten. Jetzt bin ich auch, wahrscheinlich tötet er mich jetzt so. Wo ist er denn? Das sieht ja ganz nice aus. Das war natürlich jetzt. Er hat keinen wirklich starken Gegner abgegeben. Was? Er starb als Krieger. Nun, der letzte Gefangene ist etwas rätselhaft. Sein Name ist Breck und er ist ein nervöser Jammerlappen, der im Verdacht steht, gefälschte Dokumente an Agenten der Republik geliefert zu haben. Schon eigenartig. Er beteuert trotz schwerer Folter weiter seine Unschuld. Nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kamna lebek. Okay, also ich übersetze euch das jetzt kurz, weil vor 3 Jahren habe ich ja die Sprache schließlich in der Schule gelernt. Ja, also er behauptet, er sei unschuldig und dass wir ihn eigentlich eher ja, laufen lassen sollten und dass er reingelegt wurde und ja, genau. So, das glaube ich nicht. Euer Gefasel findet kein Gehör. Gesteht und die Folter wird aufhören. Karipaka Yanaya, Harakam Sergmera. Nebaga Imana, Naki Naya. Boah, was labert der? Davon lässt er nicht ab und wir haben nur Indizienbeweise. Ich glaube, es könnte sein, dass er es wirklich nicht getan hat. Wie entscheidet ihr euch? Also ich habe jetzt ja relativ wenig Lust, hier zur hellen Seite über zu springen. Mein Ziel ist es ja komplett böse zu sein. Mich interessiert nicht, ob er unschuldig ist oder nicht. Foltert ihn so, dass er es zugibt. Ja, Nazi-Style würde ich mal sagen. Ruhe, zappeliger Narr. Die Entscheidung ist gefällt. Tja, so viel dazu. Ihr seid interessant. Ich sehe, wieso euch die Leute im Auge behalten. Kehrt zu Aufseher Trebel zurück. Mal sehen, was er von euren Entscheidungen hält. Aha. So. Okay, sind wir richtig? Die Sequenzen hier im Sith-Tempel sind vielleicht ein bisschen langweilig oder sowas, weil die ganze Zeit bloß eigentlich belabert wird. Aber es gehört nochmal zur Story dazu und ja. Ich glaube allerdings, bevor ich da jetzt reingehe, beende ich einmal die Aufnahme und mache dann gleich weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Lord Trab.